Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Tierisch Lausitz. Heute stellen wir Ihnen Felicitas vor. Die wohnt noch im Tierschutzjägerdorf Großdöbbern, aber ich hoffe natürlich, dass sie durch die Sendung heute ein neues Zuhause findet. Hallo Annette. Hallo. Erzähl uns doch etwas über Felicitas. Ja, Felicitas ist schon eine etwas ältere Kätzin. Die ist so 7 Jahre ungefähr alt und ist so eine kleine Madame, also so eine kleine Diva, ne? Ist eine ganz liebe, ne? Auch sehr, sag ich mal, zutrauliche Katze. Die geht gerne auf die Leute zu, wenn man sie anspricht, kommt sie gleich an und will geschmust werden. Aber sie hat auch Charakter und, sag mal, entscheidet schon, wann dann auch genug geschmust ist. Sie ist aber überhaupt nicht irgendwie aggressiv oder kratzbürstig oder irgendwas. Ne? Nee, man merkt es ja auch, sie kommt ja hier mit den anderen Katzen ja auch aus. Ja, also sie ist jetzt nicht unbedingt die optimale Zweitkatze. Ich denke mal, sie wäre auch glücklich als Einzelkatze. Hauptsache es ist jemand da, der sich liebevoll um sie kümmert, sie viel streichelt, ihr Freigang gewährt. Also das wäre für sie ganz wichtig, dass sie nach der Eingewöhnung halt die Möglichkeit bekommt, auch wieder rauszugehen, weil das ist sie einfach von früher eben auch gewöhnt. Und auch hier bei uns im Tierheim, sie sitzt gerne draußen in der Sonne im Freigehege und guckt, was so los ist. Und ich denke mal, sie wird bestimmt auch die ein oder andere Maus fangen wollen. Wie lange dauert so eine Eingewöhnungszeit? Was ist so... Das ist bei Katzen ganz unterschiedlich. Ja. Also das muss man wirklich sagen. Es gibt Katzen, die fühlen sich vom ersten Tag an heimisch. Die finden das ganz toll, kommen ins neue Zuhause und sagen, juhu, hier bin ich. Und es gibt Katzen, die sich wirklich wochenlang verstecken und die vielleicht nur nachts dann zum Fressen kommen und aufs Katzenklo gehen. Das ist wirklich, also es ist ganz merkwürdig manchmal. Wir haben manchmal Katzen, wo man das gar nicht denken, dass die solche Schwierigkeiten haben mit der Eingewöhnung, ne? Und andere Katzen, wo man denken, ja, das wird Wochen dauern, bis die mal schmusig werden, die kommen schon am zweiten Tag mit auf die Couch. Also das kann man gar nicht so sagen. Ich denke mal, bei Felicitas wird die Eingewöhnung kein Problem sein. Also das ist wirklich eine ganz offene Kätzin, die geht auf jeden zu. Und ich denke mal, wenn hier die richtigen Leute kommen, nee, unbedingt vielleicht mit kleinen Kindern, das wird sie nicht so kennen, ne? Das war in der vorhergehenden Familie auch nicht vorhanden. Aber so ein Ehepaar, die einfach so eine liebe Schmusekatze haben, so einen kleinen Rumstreuner auch, da wird sie sich sehr wohlfühlen. Okay, vielen Dank. Tja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Felicitas ist ganz verschmust und sucht unbedingt ein neues Zuhause. Eingewöhnungszeit, es kann dauern, kann aber auch ganz schnell gehen. Das wird sich dann zeigen, aber beides ist normal, auch wenn es länger dauert. Kommen Sie einfach her, setzen Sie sich hierher, bringen Sie Leckerlis mit und dann schmusen Sie mit ihr. Und dann lernen Sie sich halt einfach kennen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre Ramona Engelmann.